Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs, und zwar dieses Mal zu meiner ersten Hardcore Monotype Nuzlocke, und ich will kurz erklären, wie das funktioniert. Normalerweise ist es ja bei der Nuzlocke so, dass man quasi bei jedem Gebiet, was man neu betritt, ein Pokémon fangen darf, und wenn Pokémon sterben sollten, dann sind die für immer tot, und wenn man einen Kampf verlieren sollte, ist die Nuzlocke sofort gescheitert und darf nicht weitergespielt werden. Das ist das gängige Ruleset. Dass das aber nicht so ganz funktionieren kann, in Kombination mit einer Monotype-Nuzlocke, ist vermutlich jedem klar. Es ist ja normalerweise nicht garantiert, dass man beispielsweise Flug-Pokémon safe encountert. Und deswegen werde ich für den heutigen Run die Möglichkeit haben, jedes Flug-Pokémon der Kanto-Region einmalig zu bekommen. Wenn ich also beispielsweise ein Taubsi fangen kann in der ersten Wiese, dann habe ich einen Fangversuch dafür. Wenn ich aber zum Beispiel ein Pokémon geschenkt bekomme, dann bekomme ich das safe, das ist dann halt mein Vorteil. Wenn es aber zum Beispiel in der Safari-Zone ist, brauche ich reines RNG, um es zu kriegen, ich habe aber trotzdem nur einen Versuch. Und ich muss dann das gesamte Spiel durchspielen, mit den normalen Nuzlocke-Regeln, nur mit Flug-Pokémon in diesem Fall, was natürlich bedenklich ist. Ich weiß zwar natürlich, welche Pokémon die Bosse haben, weil sowas hier im Randomizer nicht so wirklich spielbar wäre, aber der Haken ist leider, dass es stellenweise so schlimme Matchups gibt, dass es problematisch werden könnte. Major Bob zum Beispiel im Early Game ist durchaus eine große Gefahr, obwohl er vielleicht normalerweise ziemlich geschenkt wäre. Und ganz wichtig, Freunde, ich habe hier ein heftiges Level Cap. Ich muss immer unter dem Ace-Pokémon des nächsten Bossgegners bleiben, wenn das irgendwie möglich sein sollte. Ich bin also stark eingeschränkt und kann stellenweise vor Bosskämpfen meine Pokémon nicht voll entwickeln. Und das könnte durchaus ein großes Problem werden. Und eine weitere Regel für diesen Run hier wird sein, dass ich einfach gar keine Items nutzen darf. Was bitter ist, weil es können ja stellenweise Crits passieren und dann wäre Heilung ziemlich praktisch. Ich werde sie aber leider nicht kriegen. Bevor wir jetzt aber weitermachen, noch ein paar Infos zu meinem heutigen Sponsor, und das ist mal wieder Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends ist eines der bekanntesten MOBA-Games auf dem Markt und es ist vollkommen kostenlos und mittlerweile ist es sogar erhältlich für den PC, und im Spiel gibt es über 500 Champions aus den unterschiedlichsten Fraktionen, und heute stelle ich euch einen meiner liebsten Dungeon-Bosse vor. Und das ist einer der schwersten Dungeon-Bosse, die es gibt, und zwar der Feuerritter. Der Feuerritter war früher ein stolzer Ritter von Volkar und kämpfte auf dessen Seite gegen die Frostpeaks. Als die beiden Seiten sich allerdings dazu entschlossen haben, Frieden zu schließen, tötete der Feuerritter deren König in der Friedensverhandlung und ist seitdem dazu verdammt, die Schätze Volkars zu hüten. Und wie kann man ihn besiegen? Ganz einfach, mit einer Menge Hits. Denn sein Schutzschild macht ihn tatsächlich immun gegenüber Debuffs und Schaden, das heißt, der einzige Weg, ihn überhaupt Schaden zu machen, ist ein Champion, der mehrere Hits pro Angriff landet, wie beispielsweise Duplex Seed bei Pokémon, und somit sein Schutzschild zerstört. Und dann kann man anfangen, Schaden auszuteilen. Und dafür eignen sich besonders gut Arbiter, Apotheker, Rasin Narbenhaut, Allure und Eisherz, denn die teilen eine Menge Schaden aus. Natürlich gibt es aber auch noch unzählige weitere Bosse, die ihr in Raid besiegen könnt, also schaut auf jeden Fall mal rein und findet euren Liebling. Doch was ist eigentlich diesen Monat neu bei Raid? Raid hat diesen Monat eine Menge unglaubliche Clan-Features und Verbesserungen veröffentlicht. Zum Beispiel gibt es brandneue Quests für dich und deine Clan-Mitglieder. Außerdem gibt es neue Vorteile für jedes Clan-Mitglied, einfach nur dafür, dass man in einem Clan ist. Außerdem gibt es mittlerweile sogar einen Clan-Shop, über den du unfassbar mächtige Gegenstände erhalten kannst, und ich finde die Clans ein richtig tolles Feature und bin froh darüber, dass es sich jetzt noch mehr als je zuvor lohnt, wirklich einem Clan beizutreten. Denn es ist einfach gut, dass man als Spieler einen Anreiz geboten bekommt. Und diesen Monat gibt es außerdem auch neue Champions, die du aus Fragmenten im Doom Tower sammeln kannst, und eine Menge neue Events und Wettbewerbe, an denen du teilnehmen kannst. Wenn ihr es also auch kaum noch erwarten könnt, die neuen tollen Features kennenzulernen, dann klickt auf jeden Fall auf den Link in der Beschreibung und verschafft euch einen kleinen Vorsprung, denn dort erhältst du einen kostenlosen Champion, Konuru, 200.000 Silber, einen Tages-XP-Booster, einen Energieauffüller und einen antiken Splitter. Die Belohnung bekommt ihr wie immer in eurer Inbox, aber ihr müsst schnell sein, denn die Belohnung ist nur für die nächsten 30 Tage verfügbar, nachdem dieses Video hier online gegangen ist. Mich persönlich findet ihr im Spiel unter dem Namen Creepfan und ihr könnt sehr gerne meinem Clan beitreten, und es würde mich sehr freuen, wenn ihr diesem Spiel hier mal eine Chance geben würdet, denn es ist nicht umsonst eines der größten MOBA-Games überhaupt und es ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Von daher klickt gerne auf den Link in der Beschreibung, denn dort könnt ihr euch das Ganze runterladen. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Video, und ihr könnt mir auch sehr gerne weitere Spiele vorschlagen, wo ich mal Monotype Nuzlocke oder eingeschränkte Nuzlocke spielen soll. Muss ja nicht immer Monotype sein. Könnten ja auch beispielsweise andere Einschränkungen sein. Vorschläge sind wirklich sehr gerne gesehen, aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Und natürlich starten wir auch dieses Mal mit Da war meine Starter-Pokémon, und ich habe mich dieses Mal logischerweise entschieden für ein Glumanda, weil das halt später zu einem Glurak werden kann auf Level 36.
Ich darf es aber leider in der Zwischenzeit natürlich nicht spielen, weil die Entwicklung noch nicht vollzogen ist und als Glumanda und Glutexo gilt es noch nicht als Flug-Pokémon. Und ich habe es dieses Mal Damien genannt nach einem Zuschauer und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und dann ging's los hier mit dem ersten Rivalen-Battle, wo ich jetzt noch mit Glumanda antreten musste. Ich habe ja keine Wahl, wie gesagt. Und ja, sein Shiggy auf Level 5 wird mich hier normalerweise nicht besiegen können. Ich würde hier empfehlen, einfach einmal Heuler einzusetzen und die ganze Zeit dann die Schadensattacke zu spammen. Es ist natürlich möglich, diesen ersten Kampf hier zu verlieren, da muss man die Nuzlocke neu starten. Ich würde aber generell empfehlen, bei Nuzlocke halt den ersten Fight nicht zählen zu lassen, zumal der hier sowieso nicht im Ruleset so richtig Sinn ergibt. Weil der erste Fight gegen den Rivalen ist für gewöhnlich immer reines RNG und da kann man nicht wirklich was beeinflussen. Klar, wenn man viel zu häufig auf die Statusattacke geht, kann man durch Misplays verlieren, aber das ist extrem unwahrscheinlich, wenn man halbwegs vernünftig spielt. Was aber durchaus relevant ist für den Run, ist das Wesen, was mein Glumanda hat. Und zwar ist es hier ein ernstes Wesen und das ist neutral. Das bedeutet, es hat keine Stat-Boosts, aber auch keine Stat-Decreases. Und das ist ziemlich praktisch, ist für so ein Challenge-Run eigentlich ziemlich ideal. Und nach diesem ersten Kampf konnte ich dann meine ersten richtigen Flug-Pokémon fangen, die ich jetzt auch vollwertig im Kampf verwenden kann. Und da kommt zunächst mal Taubsi in den Sinn, was halt so der typische Route 1 Vogel ist. Und ich würde sagen, der ist auch grundsolide. Es gibt natürlich besseres, aber das Ding hat immerhin Sandwirbel und das ist fürs Early Game durchaus ein praktischer Angriff. Und mein Taubsi hatte hier ein lasches Wesen, was einen Boost gibt in der physischen Verteidigung und ein Decrease in der Spezialverteidigung. Ist also relativ neutral, nichts, was das Pokémon irgendwie kaputt machen würde. Und als ich dann mein Taubsi im Vertania-Wald trainieren wollte, habe ich sofort mein nächstes Pokémon gefunden, und zwar ein Raupi. Es wird nämlich auf Level 10 zu Smetbo und dann ist es Käferflug. Und ich würde sagen, das ist gar kein so unwichtiges Pokémon für diesen Run hier, weil Smetbo hat die Fähigkeit Facettenauge, die die Genauigkeit erhöht, und die Attacke Schlafpuder, was Schlaf verteilen kann. Durchaus eine gute Kombination und gerade für die Puder-Attacken ist es dementsprechend Gold wert. Und es hat hier ein hitziges Wesen, was einen Boost gibt auf den Spezialangriff, das ist ziemlich gut für Smetbo, aber leider auch ein Decrease auf die Spezialverteidigung, was nicht so gut ist, weil Smetbo ist generell schon ziemlich fragil. Man kann aber auch noch ein weiteres Pokémon direkt fangen, und zwar kann man links von Vertania City in der Wiese einen Habitak finden. Und das ist gerade fürs Early Game ziemlich interessant, weil es startet direkt mit der Attacke Schnabel und das ist mein erster Step-Angriff von Typ Flug. Es ist also eine prima Ergänzung für das Team, habe ich sehr gerne mitgenommen. Und damit haben wir jetzt schon mal vor Rocco immerhin ein halbes Team und ich würde sagen, das kann sich schon sehen lassen. Und als Wesen hatte mein Habitak hier ein sanftes Wesen und das ist wieder neutral. Gibt ja 5 verschiedene neutrale Wesen, von daher ist es auch nicht allzu unwahrscheinlich. Bevor ich jetzt aber tatsächlich direkt zu Rocco gegangen bin, wollte ich zunächst mal rausfinden, ob ich auch gegen meinen Rivalen gewinnen kann, links von Vertania City. Und es ist witzig, weil der normalerweise für von Pokémon Runs beispielsweise gar keine Rolle spielt, der wäre da immer geschenkt, aber hier ist er wirklich gefährlich. Er beginnt hier mit einem Taubsi auf Level 9 und dadurch, dass der hier nicht so krass gelevelt ist, durfte ich noch nicht Smetbo verwenden und ich musste hier antreten über Habitak und Taubsi im Alleingang. Ich würde empfehlen, sein Taubsi rauszunehmen über Schnabel von Habitak, weil es einfach ein guter Step-Angriff ist und es sollte normalerweise auch sehr gut funktionieren, wenn man nicht in Grund und Boden gekrittet wird die ganze Zeit. Sobald dann aber Shiggy reinkommt, wird Habitak natürlich komplett überlastet sein und dann würde ich empfehlen, hier noch einmal Heuler oder so einzusetzen, um Shiggy abzuschwächen und dann kann man Taubsi einwechseln und Sandwirbel spammen, damit Shiggy nicht mehr konstant angreifen kann. Es ist aber schon wirklich ein bedenklicher Fight, weil hier kann man durchaus ein, zwei Pokémon verlieren und tatsächlich bereits Game Over gehen, wenn man Pech haben sollte. Aber hey, sollte das passieren, kann man den Run neu starten, er hat ja gerade erst begonnen, es wäre also noch nicht allzu frustrierend. Ist aber witzig, dass gerade dieser Fight hier für so eine Challenge durchaus eine Rolle spielt, weil normalerweise wäre der wie gesagt komplett geschenkt, der hat ja sogar nur 2 Pokémon. Aber wie gesagt, für Rocco durfte ich mein Smetbo benutzen und deswegen habe ich mein Safcon jetzt sofort entwickelt. Und das ist auch ziemlich wichtig, weil ich würde sagen, ohne das Pokémon wäre der Orden hier nicht mehr im Ansatz möglich. Denn natürlich gibt es hier das massive Problem, dass Rocco sofort eine Bodengesteinsarena hat, die mich sehr effektiv angreifen kann. Ja, in Pokémon Rot und Blau hatte er noch keine Gesteinsangriffe, aber in Feuerrot und Blattgrün hat tatsächlich sein Onix eine Gesteinsattacke, die mich sehr effektiv aus dem Leben nehmen könnte und gerade mein Smetbo hat hier eine fette mal 4 Schwäche. Und um sich quasi auf dieses Onix vorzubereiten, muss man folgendes tun. Ich würde hier dringend empfehlen, mit Taubsi zu leaden und dann ganz oft Sandwirbel einzusetzen gegen seinen Kleinstein. Weil das hat Gott sei Dank noch keine Gesteinsattacke und alles was das tun kann, ist Tackle einzusetzen oder Einigler, was mir beides vollkommen egal ist.
Und sobald dieses Kleinstein hier auf so wenig Genauigkeit ist, dass es vermutlich nie wieder treffen wird, würde ich dann rüberwechseln zu Smetbo und dann anfangen, Härtner zu spammen. Smetbo hat nämlich noch von seiner ersten Entwicklung die Attacke Härtner und die kann die physische Verteidigung steigern. Und wenn man sich einfach mit dem Kill gegen Kleinsteine wenig Zeit lässt, kann man sich vorbereiten auf die starke Gesteinsattacke von Onyx. Weil ja, Smetbo hat natürlich eine fette mal 4 Schwäche. Aber wenn man hier auf plus 6 Verteidigung sein sollte, ist das vollkommen okay, weil Onyx ist nicht das beste physische Pokémon, dessen Schaden hält sich stark in Grenzen. Und sobald man dann hier plus 6 erreicht hat, kann man Kleinstein einfach so besiegen über Konfusion, eine relativ gute spezielle Psycho-Attacke. Und dann kommt natürlich Onyx rein und hier muss man beten, dass es einfach keinen Volltreffer landet. Wenn Smetbo hier in Grund und Boden gekrittet wird, ist der Run an dem Punkt zu Ende und man kann mal wieder neu starten. Das ist natürlich ziemlich bitter, in meinem Fall hier allerdings hat es funktioniert und ich konnte Onyx ein paar Mal speziell angreifen und es hat definitiv keine gute Spezialverteidigung, also das Ganze ist relativ konstant machbar. Rokkos Arena ist also schaffbar in so einem Run hier, dank Smetbo. Ich denke Taubsi und Habitak hätten das alleine definitiv nicht geschafft. Nach Rocco bekommt man dann aber wieder einige Pokémon dazu und zwar kann man beispielsweise hier vom Mondberg in einem Pokémon-Center ein Carpador kaufen, was auf Level 20 zu Gyarados werden wird und das ist hier ein Wasserflug-Pokémon. Und das hatte hier bei mir ein hitziges Wesen, was wieder mal den Spezialangriff steigert und die Spezialverteidigung senkt. Ist nicht unbedingt optimal für ein Gyarados, aber ich würde sagen, immerhin werden Wasserattacken dadurch gestärkt. Was ich aber auch direkt mitnehmen würde, ist halt das Pokémon Zubat. Und das kann man im Mondberg fangen. Und ja, das ist für den Run hier nicht so relevant, einfach deswegen, weil es hier nicht zu X-Bart werden kann, denn leider verbietet Feuerrot diese Evolution vor der Liga, aber es ist immerhin eine kleine Bereicherung und halt ein weiteres Teammitglied. Gerade bei so einem Run hier darf man definitiv nicht schnäubisch sein, da nimmt man alles mit, was man irgendwie kriegen kann. Und ja, es ist auch im Ball geblieben. Und mein Zubat hatte das Wesen ruhig, also ein Boost im Spezialangriff und ein Decrease in der Init. Was gerade für ein Zubat natürlich mega Minus ist und dementsprechend ist es noch schlechter, als es sein müsste. Damit muss ich jetzt aber leider leben. In Azuria City angekommen, hatte ich aber dann natürlich ein kleines Problem und zwar hatte die Levelkurve noch nicht Level 20 erreicht beim Rivalenkampf. Das bedeutet, ich durfte hier noch nicht mein Gyarados einsetzen und ich hatte mal wieder nur 4 Pokémon zur Verfügung, was jetzt nicht wirklich viel mehr ist als eben bei Rocco. Und leider startet der Rivale hier mit einem sehr gefährlichen Tauboga, was mein Team theoretisch auseinandernehmen kann. Und es kann ja sogar beispielsweise Smetbo sehr effektiv angreifen, über halt einfach Flugattacken. Das Gute ist aber, ich kann das Pokémon relativ gut bekämpfen über die Kombination von Habitak und Taubsi. Und ja, das ist bei weitem nicht konstant und man könnte hier beispielsweise weggecrittet werden, wodurch sofort ein Teammitglied wegsterben würde, was ich mir eigentlich gar nicht leisten kann. Es kann aber stellenweise passieren, dass man das Tauboga knapp tot bekommt. Ist aber natürlich ein bisschen schade, dass man sofort beim ersten Pokémon des Rivalen quasi 2 der eigenen Pokémon komplett wegwirft, also viel KP hatten die leider jetzt nicht mehr zur Verfügung. Und danach geht's dann weiter mit einem Radfratz, was Hyperzahn einsetzen kann. Das ist wirklich belastend. Ich muss hier also sofort mein Smetbo einwechseln, Schlafruder einsetzen und dann musste ich das rausnehmen über Zubat. Und ich musste hier einfach riskieren, dass dieses Zubat wegsterben könnte, falls es Radfratz aufwacht. Weil ich konnte mir keinen Schaden erlauben auf Smetbo, es kommt ja später auch noch Shigi rein. Mein Zubat hat es aber Gott sei Dank geschafft, dieses Radfahrtsziel zu besiegen und ist tatsächlich nicht weggestorben. Und danach ging es dann weiter mit Abra und das kann nur Teleport einsetzen. Das ist ja bekannt dafür, nichts tun zu können. Ich konnte hier also safe mein Smetbo einwechseln, 6-mal Härtner einsetzen, weil wieso nicht, kann man sich ja einfach so hier rausnehmen. Abra kann ja gar nichts tun und dann habe ich das langsam besiegt über Smetbo, auch wenn es eine Weile gedauert hat, um mich vorzubereiten auf das Shigi, was dann auch reinkam. Und ja, Shigi ist natürlich ziemlich bedenklich, weil wenn das jetzt Smetbo brechen sollte, habe ich gar nichts mehr. All meine Pokémon sind mega angeschlagen und ich kann es mir nicht erlauben, dass mir hier schon Pokémon wegsterben. Über Schlafpuder kann man aber hier dafür sorgen, dass diese Shigi nicht so oft zum Angreifen kommen wird und Smetbo kann das alleine durchaus hinbekommen. Ist aber auch wichtig, weil wie gesagt, eine andere Option hatte ich nicht mehr, Smetbo musste das jetzt schaffen. Ich würde sagen, das ist eine der bedenklichsten Kämpfe im Run, weil man hier einfach noch praktisch gar keine Ressourcen hat. Nach dem Kampf allerdings erreicht die Levelkurve dann endlich Level 20. Und dadurch entwickelt sich jetzt endlich mein Carpador zu Gyarados, was sogar die Fähigkeit Bedroher hat. Es ist also ziemlich praktisch für das Team, definitiv ein sehr großes Upgrade und es resistiert auch die Wasserattacken von Misty. Und was ich jetzt auch bekommen habe, war ein Tauboga, definitiv ein kleines schönes Upgrade, das macht Taubsi nochmal wesentlich stärker und mein Habitak hat sich auch schon weiterentwickelt zu einem Ibitak, was gut und gerne mal unterschätzt wird von Pokémon-Fans. Es ist gar nicht mal so schwach, also klar, es ist jetzt kein 5-Sterne-Pokémon, aber es ist definitiv besser als nichts. Auch über diese Entwicklung hier habe ich mich durchaus sehr gefreut.
Und mit diesen Upgrades musste ich dann antreten gegen Misty in der Wasserarena, die ja ein Stami hat auf Level 21, von daher durfte ich eben halt auf Level 20 gehen, um diese ganzen Entwicklungen zu bekommen. Und Misty ist durchaus bekannt dafür, mit Stami ziemlich gefährlich zu sein. Und ich würde sogar so weit gehen, dass dieser Kampf hier praktisch unmöglich wäre, wenn man einfach nicht die Möglichkeit hätte, auf Gyarados zu gehen. Weil ganz ehrlich, Freunde, ich kann ihr Sterndu beispielsweise einschläfern über mein Smetbo und dann langsam über Konfusion rausnehmen. Das ist kein Riesenthema. Aber Stami würde ich halt wirklich über Smetbo niemals besiegen können, zumal es Konfusion sogar resistieren kann. Und es hat leider sehr gute Wasserattacken und auch Genesung. Das Ding könnte sich also permanent gegenheilen. Dadurch, dass ich aber Smetbo und Gyarados hatte, konnte ich hier tatsächlich eine Paralyse spielen auf das Stami mit Stachelspore und dann kann ich rüberwechseln zu meinem Gyarados, was halt Wasserattacken resistiert, und Biss spammen. Und das ist eine Unlichtattacke, die den Gegner zu 30% flinchen lässt. Und somit konnte ich quasi eine Paraflinch-Strategie fahren, die dazu geführt hat, dass halt dieses Stami sich nicht permanent gegenheilen konnte. Und das Gute ist, das Stami hat ja sogar Schwäche gegen Biss, also greift es sogar doppelt effektiv an. Diese Strategie hier, die funktioniert praktisch immer, da kann eigentlich nicht so viel schief gehen, aber wie gesagt, hätte ich hier Gyarados noch nicht haben können, als wäre die Levelkurve ein bisschen enger gesetzt gewesen, dann wäre der Run wahrscheinlich gar nicht möglich, beziehungsweise ich hätte das hier gar nicht probieren können. Weil das Stami hier nur mit meinen restlichen Pokémon zu besiegen, das wäre wirklich bitter geworden und ich bezweifle, dass ich das hinbekommen hätte in einer Nuzlocke. Nach Misty kommt aber dann der Rivale auf der MSN und der ist tatsächlich ziemlich geschenkt gewesen. Der hat einfach kaum Level-Ups dazu bekommen und ja, einige seiner Pokémon haben sich jetzt entwickelt, der Kampf ist aber kein Vergleich zu dem in der Azuria City, zumal ich ja jetzt sogar mein Gyarados besitze, also ich bin ja wesentlich stärker geworden seitdem. Man bekommt jetzt aber auch einige Upgrades noch vom Major Bob und das ist ziemlich praktisch, weil das wird ja die Elektro-Arena sein. Und so kann man jetzt beispielsweise seinen Zubat entwickeln zu einem Golbat, was schon mal ganz nett ist, und man kann sich jetzt auch ein Porenta abholen über einen Tausch in der Stadt von Major Bob. Und ja, Porenta ist auch bei weitem kein mega gutes Pokémon, es könnte aber theoretisch später Schwertanz erlernen, um Sweeps einzuleiten. Wobei es auch keine so gute Initiative hat, aber hey, man nimmt wie gesagt, was man kriegen kann. Und es hatte hier sogar ein hartes Wesen und ich gehe davon aus, dass das Ganze hier geskriptet ist, einfach deswegen, weil das perfekt ist. Plus im physischen Angriff, minus im Spezialangriff, besser ist nicht möglich. Ich denke, das ist bei dem Trade hier immer so. Jetzt kommt aber wie gesagt auch schon der Kampf gegen Major Bob und der ist natürlich ein riesiges Problem. Es ist halt wirklich der Elektro-Arena-Leiter und er hat auf jedem seiner Pokémon die Attacke Schockwelle. Nicht wie in Rot und Blau beispielsweise Donnerschock oder so, er hat wirklich Schockwelle. Und die Attacke kann auch nicht missen, das bedeutet, auf Sandwirbelstrategien zu gehen über Tauboga ist hier nicht mal eine Option, das ist gar nicht gut. Ich bin hier tatsächlich geleadet über mein Gyarados, weil ich wusste, gegen Raichu wird das eh nichts ausrichten können, es hat eine fette mal 4 Schwäche. Es war aber Gott sei Dank hier stark genug, um Voltoball zu besiegen, Schockwelle sogar einmal einzustecken und dann noch Pikachu zu one-shotten über Geheimpower, eine TM, die man bekommen konnte, oberhalb der Nuggetbrücke. Das war schon mal ein sehr, sehr guter Start. Dann kam aber logischerweise Raichu rein und ich musste Gyarados sofort auswechseln, sonst wäre das instant gestorben. Und ich habe dann hier sofort Porenta geopfert, weil ich hatte einfach keine andere Möglichkeit. Ja, Porenta wäre ganz nett gewesen später über Schwertanz, aber ganz ehrlich, Freunde, hätte das wirklich gemattert, jetzt hat er wirklich keine gute Edit, also Sweeps hätte das vermutlich nicht hinbekommen. Tja, und da musste ich Folgendes tun. Ich musste mein Smetbo dann safe einwechseln nach dem Opfer von Porenta und Stachelspore spammen. Weil dieses Raichu kann Doppelteam spammen und dadurch seinen Fluchtwert erhöhen. Und leider hat Major Bob hier sogar das Item Hyperheiler, was er einmalig einsetzen kann, was die Paralyse wieder aufheben kann. Das ist keine angenehme Kombination. Gott sei Dank kann ja aber Smetbo über Facettenauge relativ konstant treffen, trotz den Doppelteams noch. Und ja, man kann hier sogar stellenweise Raichu vorschwächen über ein paar Mal Konfusion. Weil einmal Schockwelle kann Smetbo durchaus wegstecken. Aber dann wird's wieder brenzlig. Ich muss Smetbo dann irgendwann auswechseln, weil ich will es garantiert nicht verlieren mit seinen guten Puder-Attacken. Und ich habe mich dann entschieden, Golbat einzuwechseln, was dann eigentlich über Biss wieder paraflinchen sollte. Es ist aber leider kläglich gescheitert und ebenfalls gestorben. Ich hatte also zwei Pokémon bereits verloren und ich habe dann panisch noch Gyarados eingewechselt, um Raichu irgendwie zu finishen und es hat Gott sei Dank gereicht. Das war eine absolute Katastrophe und ich konnte mir definitiv keine zwei Tode leisten. Ich habe aber schon befürchtet, dass es ungefähr so laufen wird. Man muss dem Ganzen aber zugute halten, dass jetzt der Explosionshiker kein Problem ist, weil Gyarados überlebt hat. Bei dem seine drei Pokémon konnte ich über Wasserattacken allesamt one-shotten.
Ich habe aber sogar noch weitere gute Nachrichten, und zwar kann man jetzt auch beispielsweise nach dem Felstunnel das Pokémon Dodo fangen und das wird später zu Dodri, was einen recht guten physischen Angriff hat, also für ein Flug-Pokémon in der ersten Generation ist das eigentlich grundsolide. Ähnlich wie Ibitak wird es gerne mal unterschätzt und es ist durchaus gar nicht mal so schlecht. Mein Dodo hatte allerdings hier nach dem Catch ein kühnes Wesen und das ist ein Plus in der physischen Verteidigung und ein fettes Minus im physischen Angriff, was der wichtigste Wert ist für dieses Pokémon. Sehr, sehr schade, aber was will man machen? Wenn man jetzt aber den Rivalen in Lavandia probieren sollte, so wird der geschenkt sein. Weil Gyarados hat mittlerweile die Attacke Drachenwut und ja, die wird nicht lange OP sein, aber den Rivalen habe ich damit komplett zerstört und das habe ich sehr genossen. Der wird aber gleich nochmal wiederkommen und dann ist er wesentlich stärker. Und natürlich konnte auch Giovanni in der Spielhalle nicht so viel gegen mich tun, weil seine Bodengesteins-Pokémon konnte ich one-shotten und sein Kangama alleine konnte Gyarados einfach nicht aufhalten. Also ebenfalls ein leichter Sieg. Was jetzt aber auch noch kommt vor dem großen Sprung der Levelkurve, ist der Kampf gegen Erika in der Pflanzenarena. Und der ist auch nicht ganz ohne, auch wenn ich hier sehr effektiv angreifen kann. Isarzenia beispielsweise ist nämlich durchaus recht gefährlich und sie hat auch stellenweise Schlafattacken. Man sollte sie also nicht so sehr unterschätzen. Was mir bei diesem Orden hier extrem geholfen hat, war vor allem die Attacke Fliegen. Weil die kann man jetzt bekommen links von der Stadt von Erika und das ist eine VM-Attacke, die einen sehr guten physischen Flugmove darstellt. Und das konnte ich hier prima nutzen. Damit konnte man Ibitak beispielsweise Isarzenia ziemlich schlimm zurichten und da konnte ich halt rauswechseln, als ich beispielsweise paralysiert wurde, um dann halt Isarzenia zu finishen über eine Prio-Attacke von Tauboga. Und ja, die beiden Pokémon Tangela und Giflor konnten dann gar nicht mehr so viel gegen mich machen. Man muss halt dazu sagen, Tangela hat ein grausames Moveset, also das Pokémon ist jetzt wirklich nicht allzu gefährlich und gegen Giflor habe ich ein perfektes Out. Denn tatsächlich ist es ja möglich, sich rechts von der Stadt von Erika, in der Hauptstadt der Region, das Item Psychokinese zu holen, also eine der besten TMs, und das kann nur Smetbo lernen, von daher brauche ich das nicht aufzusparen, und damit konnte ich Giflor hier sehr effektiv angreifen. Es geht aber noch weiter. Smetbo kann als Käferflug-Pokémon Pflanzenattacken vierfach resistieren und ist deswegen ein absolut perfektes Out. Dagegen konnte Erika gar nichts tun und ich konnte deswegen den vierten Orden endlich mal wieder ohne Tode mitnehmen, was sehr gut ist, weil weitere Tode hätte ich mir auch nicht leisten können nach Major Bob. Und wer Kanto kennt, der weiß, was jetzt kommt und zwar der große Sprung in der Levelkurve und der ist natürlich prima für mein Team. Weil dadurch entwickelt sich beispielsweise Dodo zu Dodri, was schon mal praktisch ist, auch mit seinem schlechten Wesen ist es halt immer noch ein ganz gutes Teammitglied und was sich jetzt auch entwickelt hat zum letzten Mal, ist mein Tauboga zu Tauboss. Tauboss wird gerne mal überschätzt, es ist nicht so stark, wie viele Leute denken, die erste Generation als Kind gespielt haben, aber es ist definitiv besser als ein Dodri zum Beispiel mit negativen Wesen, ich hab's also ziemlich genossen. Und was ich jetzt tatsächlich auch mitnehmen durfte, war mein Glumanda, weil das hat sich jetzt auf Level 36 von Glutexo zu Glurak weiterentwickelt und wird dementsprechend zu einem Feuerflug-Pokémon, was für den Challenge Run erlaubt ist. Natürlich eines meiner besten Pokémon. Und mit diesen ganzen Upgrades bin ich dann aufgebrochen zum Rivalen im Silfko-Gebäude und er ist jetzt natürlich mal wieder ein sehr großer Difficulty-Spike. Er ist einfach einer der stärksten Trainer im gesamten Spiel und dass er hier ein gemixtes Team hat im Silfko-Gebäude, was komplett voll entwickelt ist, ist schon ein bisschen böse. Er beginnt hier beispielsweise mit einem Tauboss und das konnte ich besiegen mit meinem Glurak über Flammenwurf. Das macht hier einfach sau viel Schaden und dagegen kann Tauboss nichts tun. Wenn man aber hier über Glurak leaden sollte, dann wird der Rivale sofort als zweites sein Turtok einwechseln und er hat Glurak natürlich ein furchtbares Matchup. Ich habe mich also dazu entschieden, rüber zu wechseln auf Smetbo und direkt eine Stachelspore auf Turtok zu legen, damit es paralysiert ist und dann habe ich Turtok hier neutral besiegt über Ibitak und Tauboss mit guten neutralen Angriffen. Und ja, das dauert ein bisschen, weil Turtok logischerweise physisch eine ganze Menge aushalten kann, es funktioniert aber ziemlich konstant und Turtok hat hier sogar kein allzu gefährliches Moveset, also ich werde jetzt nicht von ungefähr 100 Schaden irgendwann überrascht, so gefährlich ist Turtok dann doch nicht. Als es dann aber weiterging mit Fukano und mein Tauboss hier schon ein bisschen vorgeschwächt war, bin ich rübergegangen wieder auf mein Glurak, um Fukano einfach so zu besiegen. Weil was soll Fukano gegen ein Glurak tun, es hat natürlich keine Chance. Und Owei hat eigentlich auch keine Chance gegen Glurak, ich wurde aber hier sehr schnell paralysiert und auch mit Egelsamen belegt und ich bin dann rübergegangen auf mein Gyarados, um den Kill gegen Simsala vorzubereiten, weil ich wusste, es ist prima, wenn ein Gyarados bereits drinsteht im Kampf. Und damit habe ich dann Owei gefinisht und auch Simsala noch besiegt. Und mir ist sogar aufgefallen bei diesem Kampf hier, dass Simsala gar nicht so exzessiv auf Schadensattacken geht. Es fokussiert sich eher auf beispielsweise so Attacken wie Seer und bis das wirklich aufgegangen ist, ist es bereits besiegt gewesen. Und deswegen muss ich sagen, der Rival im Silfko-Gebäude, der lief eigentlich relativ gut.
Und der Giovanni-Fight direkt hinter dem Rivalen, der ist noch deutlich leichter, weil Giovanni einfach hier noch kein wirklich starker Trainer ist. In seiner Arena ist er deutlich bedrohlicher, aber dazu kommen wir logischerweise später. Ich denke, auf diesen Bosskampf hier muss ich nicht im Detail eingehen. Was dann aber wieder ziemlich relevant ist, ist die Psycho-Arena von Sabrina, weil die ist richtig stark und die hat auch mal wieder im Simsalam-Team mit sehr guter Init und natürlich guten Psycho-Angriffen. Sie hat aber auch noch drei weitere Pokémon. Als ich aber für die Arena Berechnungen angestellt habe, ist mir eine Sache aufgefallen. Mein Ibita kann hier alle Pokémon outspeeden, sogar ihr Simsala, und mit Bohrschnabel sehr, sehr krassen physischen Schaden machen. Und das reicht locker für den Kill gegen Kadabra, für den Two-Shot gegen Pantimos, was mich ein bisschen vorbelasten kann, aber halt nicht allzu sehr, und für den One-Shot gegen Omot, weil das hat ja sogar eine Flugschwäche. Als dann aber Simsala reingekommen ist, konnte ich das nicht so ganz One-Shotten und ich habe es nur in den tiefen roten Bereich bekommen, und es hat mich leider hier gefinisht über Psychokinese, was mega unlucky war, weil ihr habt ja schon gemerkt, Simsalas machen nicht immer nur Schadensattacken, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich konnte aber dann immerhin Simsala finishen über Quick Attack von Tauboss, um Ibitak zu rächen. Trotzdem schade, dass mir hier noch ein Pokémon weggestorben ist. Dadurch, dass ich aber mittlerweile genügend Geld gesammelt hatte, konnte ich jetzt auch ein neues Pokémon kaufen, und zwar Sichlor in der Spielhalle für 5500 Münzen. Das ist ziemlich teuer, aber es lohnt sich. Denn Sichlor ist ein sehr cooles Käferflug-Pokémon mit der Attacke Schwertanz und guter Init. Was allerdings nicht erlaubt ist für meine Challenge-Runs ist folgendes. Ich darf nicht Schwertanz und beispielsweise Agilität im selben Moveset haben und gleichzeitig anwenden. Das ist nämlich in meinen Augen komplett broken und deswegen habe ich mir das für Nuzlocke verboten. Genauso wie auch Attacken wie beispielsweise Drachentanz, die Init und Stärke gleichzeitig erhöhen. Somit kann man Pokémon kreieren, die ganze Bosskämpfe im Alleingang wegsweepen und es entfernt einfach sämtliche Schwierigkeit aus praktisch jedem Nuzlocke-Run. Also ich würde euch sowas definitiv empfehlen, das nicht zu spielen. Es macht einfach keinen Spaß. Was das Wesen angeht, war das Sichlor allerdings ziemlich gut, und zwar hatte es ein sachtes Wesen und das gibt mir ein Plus in der Spezialverteidigung und ein Minus im Spezialangriff, den ich sowieso nicht nutze. Also das Wesen hier ist tatsächlich ziemlich brauchbar gewesen. Und damit im Gepäck ging es dann weiter Richtung Koga, den Gifttrainer, und hier gibt es ein Riesenproblem. Koga hat in Feuerrot zwei Smogons und ein Smogmog, genauso wie in Rot und Blau, er ist aber deutlich drastischer aufgestellt und das bedeutet, dass seine Smogons hier auch schon Finale haben und nicht nur sein Smogmog. Das heißt, die Arena hier ist brandgefährlich und über Finalcrits können hier sehr schnell Pokémon sterben, wenn man keine perfekte Strategie fährt, und die musste ich jetzt finden. Und ich habe tatsächlich gute Nachrichten. Es ist möglich über Glurak, mit dem er hier leaden kann, die Smogons über Flammenwurf zu one-shotten. Und der Slimebock von Koga ist einfach so Two-Shot über Flammenwurf. Wenn man also über Glurak liegen sollte, hat man sofort drei simple Kills. Die Frage ist halt dann nur, was man gegen Smogmog tut, weil das kann ich über Flammenwurf definitiv nicht one-shotten und das kann sich auch sprengen. Es gab aber noch die Möglichkeit, hier rüber zu wechseln auf mein Gyarados, um Bedroher einzusetzen, also die Fähigkeit. Und damit kann man Finale abschwächen und es ist einfach nicht mehr so bedrohlich. Und sobald dann beispielsweise die Genauigkeit von Gyarados runtergeht, weil Smogmog hier Rauchwolke einsetzt, kann man rüberwechseln zu Tauboss und Daunenreigen spammen. Einer der Gründe, warum ich Tauboss etwas besser fand als Dodri in einigen Teilen des Runs. Und damit kann man den Angriff von Smogmog nochmal deutlich runterschrauben und es ist einfach gar keine Gefahr mehr, außer es würde random critten, was schon ziemlich unlucky wäre. Damit allerdings ein Crit beispielsweise nicht zu sehr mattert, habe ich jetzt meine besten Pokémon etwas geschont und ich habe dann den Kill vor allem gemacht über Tauboss und Dodri, die guten neutralen Schaden ausgeteilt haben, was auch prima funktioniert hat. Also die Arena von Koga war relativ gut machbar, ich muss aber sagen, die ist schon bedrohlich, also andere Monotype-Teams könnten da Probleme kriegen, wenn die halt die Final-Pokémon nicht so konstant outen können. Dadurch, dass ich Koga jetzt aber besiegt hatte, ging es direkt weiter auf der Zinnoberinsel mit einem Kampf gegen Pyro, den Feuer-Arena-Leiter. Und hier habe ich natürlich einen prima Out, und zwar mein Gyarados, was mittlerweile sogar Surfer besessen hat, was ein sehr, sehr starkes Upgrade war. Das war es aber tatsächlich noch nicht, und zwar konnte mein Gyarados auch bereits Regentanz einsetzen. Und eine Feuer-Arena mit einem Gyarados durchzuspielen, was Regentanz und Surfer spammen kann, das ist jetzt nicht die größte Herausforderung, zumal dieses Gyarados auch eine relativ gute Initiative hat. Und dagegen kann Pyro hier absolut gar nichts tun. Man muss sagen, Pyro ist in Feuerrot eigentlich kein mega schwacher Trainer, aber selbst wenn er hier Feuersturm gegen mich spammen würde, wäre das absolut kein Problem. Und dass einige seiner Pokémon hier die ganze Zeit Bedroher spammen, ist tatsächlich auch irrelevant, weil jede Wasserattacke der dritten Generation ist ja speziell und Surfer sowieso. Das kann ich also praktisch komplett ignorieren.
Der Kampf gegen Pyro war also für diesen Run hier gar kein Thema, weil man Gyarados bis zu diesem Punkt überlebt hatte. Was dann aber auch noch kommt, ist der Kampf gegen Giovanni in der Bodenarena. Wer aber aufgepasst hat, dem wird auffallen, auch hier hat Gyarados durchaus ein sehr, sehr gutes Matchup und ich kann tatsächlich all seine Pokémon mit Gyarados sehr effektiv angreifen. Das ist schon ziemlich praktisch. Und ich denke, spätestens jetzt wird jedem auffallen, warum ich Gyarados hier immer auf Krampf am Leben erhalten habe. Es gab ja einige Situationen, wo Gyarados so ein bisschen in Gefahr war, aber ich habe es immer so gut wie möglich geschont. Gegen Major Bob beispielsweise habe ich es ja nur genutzt gegen die schwächeren Pokémon etc. Und das hat sich jetzt hier extrem ausgezahlt, weil auch diese Arena konnte ich natürlich über Gyarados komplett wegsweepen. Giovanni konnte einfach gar nichts tun. Das einzige Pokémon, was hier so wirklich noch zum Angreifen kam, war Dictree mit Schlitzer, was jetzt nicht allzu gefährlich ist. Gegen seine Bodenattacken bin ich ja sogar immun. Und Nidoqueen konnte noch einen Body Slam dazwischen feuern, aber als der Regentanz dann gesetzt war, war das auch kein Thema mehr. Und Nidoqueen hat auch keine Gesteinsattacken oder so, also das kann eigentlich überhaupt nicht gefährlich werden. Wenn man es also schaffen sollte, in der Flug-Monotype-Nuzlocke in Feuerrot Gyarados bis zur Zinnoberinsel zu behalten, da bekommt man einfach so zwei Orden geschenkt, die ich sehr dankbar mitgenommen habe. Bevor es jetzt aber weitergeht Richtung Pokémon-Liga, musste ich auch noch gewinnen gegen meinen Rivalen vor der Siegestraße und der ist jetzt noch stärker geworden im Vergleich zum Silfko-Gebäude. Er ist also noch besser gelevelt und hat noch gefährlichere Attacken stellenweise im Moveset. Er leadet aber mal wieder hier mit Tauboss und das konnte ich wieder outen über Glurak, das ist ja kein Problem, da hat Tauboss einfach wieder überhaupt gar keine Chance. Was aber dann wieder sofort einwechseln wird, ist natürlich Turtok und das muss ich wieder irgendwie outen. Und ich habe mich dann entschieden, rüber zu wechseln auf mein Smetbo, wieder Stachelspore einzusetzen und dann Gigasauger zu spammen. Und das war eine verdammt gute Entscheidung. Ich meine, was soll Turtok dagegen machen? Ich mache über Gigasauger relativ guten Schaden, kann mich sehr, sehr gut gegenheilen und selbst wenn Turtok hier die ganze Zeit treffen sollte und es wird mir gefährlich, kann ich das Smetbo einfach auswechseln, beispielsweise Dodri, und einfach damit den Kill zu Ende führen. Das war eigentlich kein Thema. Und deswegen konnte ich Turtok so tatsächlich sehr, sehr gut outen und es hat mich sehr gefreut. Weil wenn man Turtok über Smetbo erfolgreich killen sollte, kommt danach sofort Rihorn rein, was versuchen möchte, mein Smetbo hier sehr effektiv anzugreifen. Es wird aber outspeeded und über Gigasauger vierfach effektiv gewone-shottet. Es ist also ein Gratis-Kill. Und der Rest des Kampfes lief dann quasi darauf hinaus, dass ich einfach aufgepasst habe, den Kill gegen Simsala so gut wie möglich vorzubereiten. Und somit habe ich erstmal Fukano neutral rausgenommen, ohne irgendeine Gefahr. Und dann habe ich später bei Owei tatsächlich Smetbo eingewechselt, um kurz vor dem Kill nochmal Stachelspore zu machen, damit sofort Gyarados beim Kill gegen Owei drin ist, um halt den guten Lead zu haben gegen Simsala. Und mein Plan war dann eigentlich, sofort Simsala zu one-shotten über Erdbeben von Gyarados, weil die TM dafür hatte ich bei Giovanni freigeschaltet. Leider hat es aber für den Kill nicht ganz gereicht und deswegen konnte Simsala hier nochmal einmal angreifen mit Psychokinese und es hätte mich totkritten können. Das war ziemlich gefährlich. Und da habe ich wirklich mit einem Bein im Grab gestanden. Also da kann ich wirklich dankbar sein, dass Gyarados hier überlebt hat. Insgesamt muss ich sagen, war ich also recht zuversichtlich, was die Liga angeht. Und ich konnte jetzt sogar noch zwei weitere Pokémon holen. Und zwar zunächst mal Dratini in der Spielhalle, was man dann später im Laufe der Liga entwickeln kann, auf Level 55. Und es hatte hier ein kühnes Wesen. Und das ist halt ein Plus in der physischen Verteidigung und der Minus im physischen Angriff. Es ist ziemlich mies, weil gerade Dragoran möchte halt physisch angreifen überfliegen. Aber hey, es geht auch schlimmer, würde ich sagen. Und was ich mir auch holen konnte, war über einen Altbernstein von Mamoria City eine Aerodactyl auf der Zinnoberinsel, weil das kann man zum Leben erwecken. Und meine Aerodactyl hatte hier das Wesen Sacht und es gibt mir ein Plus auf meine Spezialverteidigung und ein Minus auf den Spezialangriff. Das ist grundsolide, weil das Ding will eh nur physisch angreifen und ich würde sagen, das Plus in der Spezialverteidigung ist nicht übel, weil Aerodactyl ist ja relativ fragil, also zumindest nicht so bulky. Dass ich jetzt aber weit mehr als 6 Pokémon übrig habe, bringt mir natürlich überhaupt gar nichts. Ich meine, ich kann die Liga nur betreten mit 6 Pokémon und das bedeutet, dass jetzt quasi einige Sachen wegsterben müssen. Ich muss mich beschränken und darf nur die 6 Besten mitführen. Und wenn die Liga nicht im First Try schaffen sollten, gilt der Run als verloren und das obwohl ich doch was als Backup hätte. Das ist dann einfach mein Problem. Ich musste also jetzt gut überlegen, welche Pokémon ich mitnehme und ich habe mich für diese hier entschieden. Zunächst mal habe ich natürlich mein Glurak mitgenommen und ich denke, da gibt es gar keine Diskussion. Es bietet natürlich sehr gute Coverage und gerade in der Liga wird es auch einige gute Matchups haben. Dann habe ich mein Aerodactyl mitgenommen, was ich jetzt neu hatte, sehr sehr gutes und vor allem schnelles Gesteins-Pokémon und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich damit eventuell auch später Simsala outspeeden kann, wenn es bis zum Champfight überleben sollte.
war auf jeden Fall eine Überlegung wert und Gesteinsattacken sind auch sehr effektiv auf die Eis-Pokémon von Lorelei stellenweise, also auch das darf man nicht ganz vergessen. Dann habe ich logischerweise mein Gyarados mitgeführt, ich denke das ist auch klar, mit Bedroha durchaus ein sehr starkes Pokémon, ebenfalls wichtig für die Coverage und es hat einfach nur sehr sehr wenig Schwächen und ich habe auch wieder mein Smetbo mitgenommen, weil gerade Schlafpuder hier noch sehr sehr wichtig werden wird. Einer meiner großen Hoffnungsträger, vor allem auch gegen Lorelei, weil es Gigasauger beherrscht, was Wasser-Pokémon sehr effektiv angreifen kann. Sollte man, würde ich sagen, definitiv mitnehmen, obwohl es so ein kleiner Käfer ist. Was ich dann aber auch noch mitgeführt habe, ist Dodri. Und ich habe mich hier gegen Sichlor und gegen Taubos entschieden, um das Ding hier mitzuführen. Ganz einfach deswegen, weil es mir oft gegen Random-Trainer ganz gut geholfen hatte und auch in Bosskämpfen war es immer nett, diese Triplette noch zu haben. Hat mir einfach immer mal wieder imponiert und deswegen habe ich es jetzt doch über Taubos mitgenommen. Ob sich das lohnen wird, werdet ihr gleich sehen. Und was ich natürlich auch noch mitgeführt habe, zu guter Letzt, war mein Dragonier, was ich aber hier noch nicht entwickeln konnte. Ich werde die Level wieder im Laufe der Liga angleichen, an den jeweiligen Bossgegner angepasst, so wie ich das immer mache bei meinen Nuzlocke-Runs und nach Lorelei werde ich das Ding dann entwickeln können, auf Level 55 zu Dragoran. Und so ein Drache-Flug-Pokémon hier, mit einer guten Coverage, wird mir noch gute Dienste erweisen, ich denke, das ist klar. Der erste Kampf ist jetzt aber sofort gegen Lorelei und das ist einer der gefährlichsten Trainer im gesamten Playthrough. Ich würde sogar sagen, es ist das schlimmste Matchup, was man sich vorstellen könnte. Ein reines Eisteam und meine einzige Hoffnung war jetzt Soliden über mein Smetbo und Schlafbruder zu spammen und damit Gigasauger, wenn es geht Yugong und auch Lamos rauszunehmen. Was aber bei weitem nicht konstant möglich ist, man muss halt bedenken, dass sie stellenweise ziemlich nervig sich gegenheilen können. Yugong beispielsweise hat Erholung. Und das Lamos spammt stellenweise Amnesie, was seine Spezialverteidigung um 2 Stufen anheben kann. Gott sei Dank hat aber durch Facettenauge Schlafpuder hier eine so gute Genauigkeit, dass die Kills über Gigasauger gar nicht mal so unrealistisch sind. Und ganz wichtig, Freunde, man kann über AP Plus die AP von Gigasauger auf 8 anheben und deswegen reichen die auch für die beiden Gegner, die ich hier für Smetbo geplant hatte. War aber ziemlich gut, dass das Ganze hier funktioniert hat, weil ansonsten wäre hier absolutes Chaos ausgebrochen. Als dann aber Rossana reinkam, war mir klar, dass ich Smetbo hier opfern muss. Der Eishieb ist einfach zu stark und ich konnte da nichts wirklich einwechseln und auch Glurak wollte ich hier definitiv nicht vorbelasten. Als dann aber Smetbo weg war, konnte ich halt mit Glurak Rossana ganz gut besiegen und ich habe sogar extra eine Marunbeere getragen, um mich auf Todeskurs vorzubereiten. Ich habe den nämlich vorhergesehen. Und das Gute ist, wenn man für den Kill von Rossana einmal Glurak drinstehen sollte, kommt danach sofort Austoss rein und es hat eine sehr schlechte Spezialverteidigung und es wird neutral angegriffen von Flammenwurf. Es ist also One-Shot. Was aber dann am Ende immer noch sehr stark nervt, ist natürlich Lapras. Es ist das stärkste Pokémon von Lorelei und dagegen kann ich praktisch gar nichts tun, außer panisch irgendwie draufzuhauen. Mein Glurak konnte hier noch ein, zwei Mal angreifen, aber da musste es sofort raus, als es von Surfer sehr effektiv getroffen wurde. Und da konnte ich noch probieren, über Erdbeben von Gyarados anzugreifen. Es hat aber auch nicht wirklich funktioniert, weil Lapras einen sehr, sehr krassen Bulk hat. Und ich musste am Ende des Tages dann auch unfassbar risikoreich Aerodactyl einwechseln, um dieses verdammte Lapras noch irgendwie zu finishen. Das Ganze wäre fast außer Kontrolle geraten und das obwohl das Play mit Smetbo so dermaßen gut funktioniert hat. Und an der Stelle war mir einfach klar, wenn das Ganze mit Smetbo nicht so gut funktioniert hätte, wäre der Challenge Run definitiv gestorben. Gegen Lorelei kann man hier einfach keine konstante Strategie auffahren. Es ist ein grausames Matchup und diese Eisattacken und Wasserattacken treffen praktisch mein gesamtes Team sehr effektiv, außer Gyarados. Nach dem Kampf konnte ich jetzt aber endlich Dragonier entwickeln, weil das Ace-Pokémon von Bruno ist auf Level 56 und deswegen darf ich jetzt auf Level 55. Und Dragoran ist ein wirklich gutes Pokémon mit Drachen-Coverage, wenn ich das möchte, Donnerblitz, Ice Beam und auch Fliegen. Also dem Pokémon kann man praktisch alles beibringen, was man möchte und das ist wirklich, wirklich vielseitig. Und gerade gegen Bruno ist natürlich ein Dragoran Gold wert, weil was zur Hölle soll Bruno da noch machen? Seine Onyxe kann ich sehr effektiv one-shotten über Ice Beam, die haben ja praktisch gar keine Spezialverteidigung und seine Kampf-Pokémon, also Nocturne, Kikli und Machomai, die können gegen Fliegen praktisch gar nichts ausrichten. Und stellenweise missplayt hier sogar noch Bruno, um irgendwelche sinnlosen Attacken wie Energiefokus einzusetzen, also ich mein's vollkommen ernst, da kann nichts tun. Und Kampfattacken zum Beispiel kann Dragoran sogar wegresistieren. Dieser gesamte Fight hier war absolut gar keine Bedrohung, aber wann ist Bruno schon mal schwierig? Selbst in einer Monotype Nuzlocke ist er geschenkt. Das ist schon ziemlich hart für ihn, aber okay, man muss auch fairerweise sagen, dass er schwächer Flug hat und das hat hier sehr sehr krass gemattert. Aber vor allem die Onyxe sind halt wirklich lachhaft, weil es einfach keine echten Gegner sind.
Das Einzige, was hier wirklich hätte gefährlich werden können, ist vielleicht noch Mahomai oder ein Crit von Kikli bzw. Misses von Fliegen, die Attacke trifft aber fast immer, also die ist schon relativ verlässlich. Danach ging es aber dann weiter mit Agathe und das ist jetzt die Geisttrainerin. Und hier sieht man so ein bisschen, warum ich Dodri bevorzugt habe gegenüber Tauboss. Es hat nämlich Bohrschnabel und Gengar hat Doppelteam. Tauboss beispielsweise hätte nur Fliegen gehabt und es muss eine Runde aufladen. Es wäre in Kombination mit Doppelteam von Gengar sehr, sehr bedrohlich geworden und ziemlich unkonstant. Da ist mir Bohrschnabel wesentlich lieber und so konnte ich Gengar hier two-shotten und Dodri ist ja sogar immun gegen Geistangriffe. Und was Dodri dann sogar auch noch killen konnte, war das Golbat von Agathe, was ziemlich viel wert ist, weil das kann über Verwirrung stellenweise wirklich nervig werden. Als dann aber Arbok reinkam, war mir klar, jetzt muss ich Gyarados nutzen. Das ist generell bei dem Fight hier relativ aufgeschmissen, weil die Geister von Agathe speziell recht viel aushalten und die sind immun gegen Erdbeben, aber das Arbok von Agathe hatte seinen Bedroher bereits verfeuert gegen mein Dodri und das konnte ich mit Erdbeben sehr wohl sehr effektiv angreifen und damit sogar fast one-shotten. Es hat zwar nicht ganz gereicht, aber es war ein ziemlich gutes Out, das hat definitiv gut funktioniert. Agathe hat aber noch ein weiteres Gengar mit noch besserer Init und da hatte ich jetzt folgenden Plan. Ich wollte mein Gyarados einschläfern lassen über Hypnose, damit ich Aerodactyl einwechseln kann, ohne eine weitere Hypnose zu befürchten und dann konnte ich hier sehr gut physisch angreifen über Steinhagel, was man über einen Move-Tutor lernen kann im Felstunnel. Und das ist richtig, richtig gut, weil das kann Gengar hier stellenweise flinchen lassen und Gengar kann auch gegen Aerodactyl nicht so viel machen. Nachdem ich nämlich beispielsweise vergiftet worden bin, hat Gengar bereits so viel Zeit verschwendet, dass der Kampf eigentlich gelaufen ist. Und wenn dann später noch ihr Apollo reinkommt, macht das für gewöhnlich Fluch, weil es hat keine richtigen Schadensattacken und killt sich damit sogar selbst. Man kann also Agathe hier mit der richtigen Taktik sehr konstant killen und es hat mich sehr gefreut, auch mit Flug-Pokémon ist da durchaus einiges möglich. Was Siegfried allerdings angeht, muss ich sagen, habe ich ein bisschen mit dem Feuer gespielt und zwar habe ich hier geleadet, mal wieder über Dragoran und ich habe Gyarados gewonshottet über Donnerblitz, was sie vierfach effektiv trifft. Dann habe ich die Dragoniers gewonshottet über Ice Beam und die kann ich ja auch ohne Probleme outspeeden, das ist gar kein Thema. Es kam aber dann Dragoran rein. Und das hat eine Mal-4-Schwäche, es outspeedet mich aber auch. Und es hätte mich hier fast gewonshottet über Wutanfall. Es war ein bisschen knapp alles und hätte es gekrittet, wäre ich garantiert gestorben, aber ich habe zum Glück down bekommen. Und als dann noch Aerodactyl eingewechselt wurde, konnte ich das natürlich besiegen über Gyarados, was sie sehr effektiv angreifen kann, weil Aerodactyl ist ja eigentlich keine Gefahr für Gyarados. Und Gyarados macht ja sogar noch Bedroher, um den physischen Angriff von Aerodactyl zu senken, also das Ganze hatte ich dann tatsächlich im Griff. Der Kampf ist ziemlich gut gewinnbar, aber dieses Dragoran hätte echt eine Gefahr werden können. Wäre nämlich mein Dragoran hier weggecrittet worden, hätte ich ein bisschen alt ausgesehen, hätte ich wahrscheinlich Aerodactyl nutzen müssen von mir, um mit Steinhagel sehr effektiv anzugreifen, das wäre zumindest meine Backup-Strategie gewesen. Aber hey, es hat funktioniert und High Risk, High Reward würde ich sagen, also wenn man was riskiert, kann das manchmal auch belohnt werden. Dadurch, dass ich jetzt aber natürlich bis zum Rivalen gekommen bin, wollte ich auch wirklich nichts mehr anbrennen lassen. Ich wollte jetzt Champ werden und ich habe lange überlegt, welche Strategie ich fahren soll gegen das perfekte Team von Blaueich. Der ist jetzt nämlich nochmal stärker geworden, er hat jetzt 6 Pokémon, die alle voll entwickelt sind und die sind auch nochmal deutlich besser gelevelt mit besseren Movesets. Er ist durchaus ziemlich gefährlich und auch sein Simsalabim beispielsweise hat er wieder dabei. Und ich habe mich dann für folgende dreiste Strategie entschieden. Ich habe hier geleadet über Gyarados und damit konnte ich Tauboss sehr effektiv angreifen über Ice Beam und ich wusste, nach meinem Bedroher macht der Aeroass von Tauboss auch praktisch gar keinen Damage. Und wenn man hier über Gyarados leaden sollte, dann wird der Rivale sein Rizeros direkt als zweites einwechseln, wodurch sein Bodengesteins-Pokémon sofort geoutet wird, weil Gyarados kann das logischerweise vielfach effektiv angreifen. Und das ist gut, weil so kann Rizeros später mich nicht überraschen. Danach wird aber dann auch schon das Simsala kommen und das habe ich jetzt folgendermaßen geoutet. Ich bin auf Hyperstrahl gegangen mit meinem Gyarados und habe Gyarados damit praktisch weggeworfen. Ich wusste, wenn er hier keinen Reflektor einsetzen sollte, kann ich Simsala vielleicht one-shotten und wenn ich critten sollte, dann sowieso. Wenn ich aber nicht critten sollte, dann werfe ich Gyarados einfach weg, weil ich brauche es für den Run hier sowieso nicht mehr und dann wechsle ich safe rüber in Aerodactyl und outspeede Simsala mit Steinhagel, um es zu finishen, nach dem großen Hyperstrahl-Damage. Und ja, Freunde, das hat tatsächlich funktioniert. Und als dann der Rivale Turtok eingewechselt hat, um mein Aerodactyl zu outen, bin ich rübergegangen auf mein Dragoran, um einfach Donnerblitz zu spammen. Und ich habe sogar hier eine Paralyse rausbekommen. Das Gute halt ist, Turtok vom Rivalen hat zwar mittlerweile Hydropumpe, was sehr viel Schaden machen kann, auch beim resistierenden Dragoran, also das summiert sich schon recht schnell, aber es hat einfach keine Ice Coverage.
Dragoran hat also nicht so viel zu befürchten und es kann ihm durch die Wasserresistenz und durch den Donnerblitz sehr, sehr gut mitkämpfen. Und ja, der Kill gegen Turtok wird eine Weile dauern und es kann sich vielleicht sogar voll healen über einen Trank, aber früher oder später wird es einfach besiegt sein. Und wenn dann das nächste Pokémon vom Rivalen reinkommt, wird es Arcani sein. Und das kann ich tatsächlich hier mit Donnerwelle belegen, um es schon mal extrem fortzubelasten. Und da kann ich Dragoran einfach wegschmeißen, weil auch das wird für diesen Run hier nicht mehr benötigt. Denn nach diesem Kampf hier ist der Run ja zu Ende. Tja, und dadurch, dass ich mein Aerodactyl eben geschont hatte bei Turtok, konnte ich das jetzt wieder einwechseln und über Steinhagel das paralysierte Arcani komplett aus dem Leben nehmen, was jetzt quasi geparaflincht wurde. Und selbst wenn es trifft, naja, wird es aber wegresistiert und der Arcani macht mir praktisch gar keinen Damage. Das letzte Pokémon, was also übrig bleibt, ist Kokowai mit Hypnose. Und ja, das kann stellenweise wirklich nervig sein, aber selbst wenn ich eingestiefert werden sollte, kann ich einfach rüberwechseln zu meinem Lurak und ich weiß, okay, er wird Hypnose nicht nochmal einsetzen und dann kann ich Kokowai finishen über Flammenwurf. Ich hatte also für den Kampf hier eine praktisch 100%ige Strategie. Eigentlich konnte das nicht schiefgehen und das ist es auch nicht. Ich muss sagen, der gesamte Run hier, der war hochtaktisch. Ich musste genau jeden Kampf durchanalysieren und schauen, wie ich das niedrigste Risiko eingehe. Weil wenn mir viele Pokémon direkt zu Beginn weggestorben wären, wäre der Run hier definitiv nicht mehr möglich gewesen. Aber gerade halt am Ende bei der Liga und auch beim Champfight war es besonders interessant zu schauen, wo man Pokémon taktisch opfern kann. Das Medbo-Opfer beispielsweise bei Lorelei war womit das beste Play des gesamten Runs und es hat mir absolut den Hals gerettet. Aber gut, eure Meinung zu dem Run hier, gerne in die Kommentare. Ich kann gerne noch weitere Hardcore-Monotype-Nuzlocks machen. Ich finde die Idee prima und ich werde auch mal einen englischen YouTuber verlinken, der sowas auch macht. Also dem habe ich nämlich die Idee quasi zu verdanken. Von daher lasse ich dem auch mal ein paar Credits da. Schaut gerne mal bei dem vorbei. Und schaut auch gerne mal bei meinem Twitch vorbei, wo ich regelmäßig Livestreams mache, wo ich diese Challenge-Runs hier streame. Und lasst auch sehr gerne ein Abo da. Und bei den 50.000 Abos wird es auch mal wieder ein kleines Special geben. Von daher seid schon mal sehr gespannt, was da so kommen wird. Und da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.